Leuendorf Gebäudetechnik Energie- und Mineralölhandel GmbH, Ihr regionaler Energiehändler, präsentiert diesen Bericht vom Spitzenspiel der Kreisoberliga Ostbrandenburg, FC Rot-Weiß Neuenhagen gegen FC Concordia Bukowald-Siebersdorf 03. Nach dem Liga-Topspiel zwischen der SG Rot-Weiß Neuenhagen und dem FC Concordia Bukowald-Siebersdorf 03 hätte man vermutlich einige Gründe für den Bukower Sieg bzw. die Neuenhagener Niederlage finden können. Aber es lag aus unserer Sicht ja definitiv nicht am Schiri. Ja. Vielleicht könnte man die Neuenhagener Niederlage an Blumes rechten Fuß festmachen, mit dem er Barandowskis Schuss in der 89. Spielminute unhaltbar für seinen Keeper Titscher abfälschte. Vielleicht war es auch die rote Karte für Neuenhagens Achter Rodrigo de Jesus Mendes in der 74. Spielminute. Und als der unten war, waren halt für uns doch ein paar mehr Räume gewesen. Und so war es dann auch die letzten 10 Minuten, haben wir dann halt noch 2 Tore gemacht, obwohl wir Riesenglück hatten, dass wir nach dem 1-0 im Umkehrschluss da nicht gleich das 1-1 bekommen. Denn Unglücksrabe Blume hätte direkt nach Wiederanpfiff seine Gegentorbeteiligung ungeschehen machen können. Doch ihm war das Glück an diesem Spieltag nicht hold. Aber der Reihe nach. Die Hausherren, die Kicker der SG Rot-Weiß Neuenhagen im gleichnamigen Outfit mit breiter Brust von rechts nach links und mit mehr als 200 Fans an der Seite, die 90 Minuten für Stimmung sorgten. Also wenn ich es objektiv betrachten würde, hat er eigentlich alle eine gute Leistung gezeigt. Also gerade bei der hitzigen Stimmung hier heute, ja, hat es schon okay gemacht. Respektables Zeugnis für Schiri Berlin, obwohl Heimcoach Baltruschat schon in der 15. Spielminute allen Grund gehabt hätte, sich aufzuregen. Neuenhagen Stürmer Eduardo mit viel Zug über links, vorbei an 18er Hake. Doch diesen Zweikampf mit Innenverteidiger Mertins im 16er wertete Schiri Berlin als Offensivfoul und zückte zum zweiten Mal in dieser Partie gelb. Ziemlich harte Entscheidung zu Ungunsten des Angreifers. Doch in der Addition mit diesem Foul Eduardos keine 2 Minuten zuvor gegen Bukos Neumann vertretbar. Überhaupt gestaltete sich der Arbeitstag beider Offensivabteilungen enorm schwer. Momente sich zu entfalten und Spielzüge zu entwickeln, absolute Seltenheit. Ja, also ich würde sagen, wir sind gut ins Spiel gekommen. Erste Halbzeit, denke ich, haben wir eine richtig gute Partie hingelegt, vor allen Dingen defensiv sehr stark, also so wie wir uns das auch vorgenommen haben. Offensiv natürlich ausbaufähig. Ja, gerade erste Halbzeit war doch gerade für unsere Verhältnisse auch ein bisschen sehr wenig. Allerdings, Buko hat natürlich eine klasse Mannschaft, eine klasse Abwehr, die alle extrem routiniert erfahren sind. Fehlerpositionen, da ist es schwer. Nach Mertins Balleroberung mal ein wenig Raum für die Gäste. Tobias Opitz mit feinem Pass in die Gasse auf Barandowski, doch auch der bei Neuenhagens Innenverteidiger in bester Gesellschaft. Er hat heute natürlich einen starken Verteidiger gegen sich gehabt. Der hat ihm viel abverlangt, hat viele Zweikämpfe gegen ihn gewonnen. Aber wenn er halt im Strafraum dann den Ball vor seine Füße hat, dann drückt er ab und macht das Ding rein. Man kann halt immer nur wirklich sagen, mach weiter, Junge, Kopf hoch, immer weiter. Und er ist eine Maschine, er macht immer weiter. Doch bis Barandowski zum 25. Mal zuschlagen sollte, mussten sich alle Anwesenden noch sehr in Geduld üben. Gästekeeper Florian Hase verlebte nämlich ebenso wie Neuenhagens Schlussmann Jan Titscher einen äußerst tiefenentspannten ersten Spielabschnitt und freute sich vermutlich sehr auf die Abwechslung beim Halbzeittee. Sein Gegenüber Titscher durfte sein Können immerhin in der 39. Spielminute nach einer Ecke der Bukower unter Beweis stellen. Pergamentas Kopfball direkt vor die Füße von Bukos Fünfer Neumann. Dessen Schuss war nicht besonders scharf, aber platziert. Und wie die Wiederholung zeigt, der Schuss durch die Beine von David Pergamenta, dadurch spät zu sehen für Schlussmann Titscher, der zur Ecke klären muss. Die schenken wir uns genauso wie die letzten 5 Minuten, denn keine der Mannschaften vermochte es, sich noch zu belohnen. Ja, wir haben in der Halbzeit darüber gesprochen, dass halt die wirklich am Ball sehr, sehr stark sind. Und wenn sie mit Tempo kommen, halt auch ihre Außen einsetzen, klatschen und dann gehen. Also das sind ja manchmal haben sie ja One-Touch-Fußball gespielt. Machen sie sehr gut in meinen Augen. Und da haben wir halt angesprochen, dass wir halt näher am Mann dran sein müssen. Ist uns aber trotzdem zweite Halbzeit auch nicht immer gelungen. Und wie gesagt, wir hatten auch das ein oder andere Mal sehr viel Glück gehabt und Hut ab von Neuenhagen. Sie haben uns wirklich 180% abverlangt, absolut. Und damit rein in den zweiten Spielabschnitt. Die Platzherren logischerweise nun von links nach rechts und nach diesem Foul von Neumann an Tabler und den dann folgenden unnötigen Nachspiel, das vorerst für beide ohne Folgen blieb, mit einem ersten Freistoß aus aussichtsreicher Position.
Keine 20 Meter bis zum Tor, der Gefaulte selbst. Gut über die Mauer gezirkelt, aber nur Außennetz und somit blieb das Topspiel der Liga vorerst weiter eine Nullnummer. Und anstatt Strafraumszenen folgten erst einmal harte Zweikämpfe, die zu Rudelszenen führten. Die Gäste standen nun höher, versuchten das Aufbauspiel der Platzherren im Keim zu ersticken. Links außen Fabian Schulz, zwar Sieger gegen Bukos Kapitän Zwerschke und Barandowski, doch dann legte er sich den Ball zu weit vor und machte den Abräumer. Glück für Benjamin Zwerschke, dass dessen Aktion vom Schiedsrichtergespann nicht bewertet wurde. Sein Schuss hätte nämlich gut und gerne auch als Auslöser für die anschließende Kuschelrunde gewertet werden können. Aber Schiedsrichter Berlin beließ es bei Gelb für Fabian Schulz und dessen Foul an Neumann. Der wiederum holte sich seinen 2 Minuten später in der 55. Spielminute ab. In der Folge die Hausherren ein Stück weit dominanter mit ihrer stärksten Phase ab der 65. Spielminute. Neuenhagen drückte, suchte endlich Abschlusssituationen. Und die Gästendefensive kam ins Schwimmen, wackelte, aber kippte nicht. Noch. 68. Spielminute. SG Rot-Weiß Neuenhagen diesmal mit der Spieleröffnung über den langen Ball. Kopfball Eduardo auf Neuner Arthur Tabler, der zwar mit feiner Pirouette kam, aber trotzdem im Zweikampf mit Mertin zu Fall. Erneute Rudelbildung mit erweitertem Gedankenaustausch, aber ohne Schmusebedarf. Der anschließende Freistoß keine 18 Meter vom Tor entfernt. Wieder eine Situation für Tabler selbst. Und der diesmal mit einer flachen Variante, der Ball noch abgefälscht und somit unberechenbar. Die Hausherren dem Führungstreffer näher als die Gäste. Definitiv war Knackpunkt, dass der Neuenhagener mit der Nummer 8, kann jetzt den Namen nicht aussprechen, mit Rot runtergegangen ist. Und er war einer von denen, die am meisten Ballkontakte hatten bei Neuenhagen. Bis zur 73. Spielminute. Denn nach einem scheinbar harmlosen Zweikampf mit Jakob Zwerschke gingen dem besagten Neuner namens Rodrigo de Jesus Mendes, der bis dahin ein überragendes Spiel gemacht hatte, kurz die Gäule durch. Direkt vor den Augen des Publikums und des Schiris konnte Mendes seine langen Beine nicht unter Kontrolle bringen, trat scheinbar nach, erneut schwappten die Emotionen über und Rot für Neuenhagens Neuner. Es war natürlich eine komische Situation, mich nochmal angucken mit der roten Karte. Also von meiner Seite sah es so aus, als wenn der getreten wurde, am Boden lag und dann einfach nur das Bein hochnimmt. Aber ich muss mir nochmal genau angucken. Das könnte man jetzt über einzelne Entscheidungen diskutieren. Also über den Schiri würde ich jetzt absolut gar nichts Negatives sagen, ja, trotz der roten Karte. Ich denke, er hat seine Linie durchgezogen für beide Mannschaften und das auch rigoros. Klar, hier und da könnte man jetzt über einzelne Entscheidungen diskutieren. Aber es lag aus unserer Sicht ja definitiv nicht am Schiri. Ja. Sondern an den sich nun bietenden Räumen für die Gäste. Und dass deren Sturm sich hervorragend ergänzt, ist ligaweit bekannt. Barandowski über links, butterweiche Flanke, doch Sturmpartner Zwerschke einen Schritt zu spät. Und damit hinein in die Schlussphase und der Vorentscheidung. Ballgewinn der Concordia Mittelfeld. Schnelles Umkehrspiel über den eingewechselten Christopher Fährmann und Bartosz Barandowski mit seinem 25. Saisontreffer in der 89. Spielminute. Ja, und da fällt einem dann natürlich ein riesen Stein vom Herzen. Ich kann nur von mir selber sprechen, aber war schon sehr groß gewesen, die Anspannung. Und wenn man dann so ein Tor schießt, dann brechen natürlich alle Bänne. Und ja, da rennt man zueinander, freut sich, wirft sich übereinander. Ist Champions League reif, kann man sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn direkt im Gegenzug hätte Unglücksrabe Ricardo Blume die Weichen wieder auf Unentschieden stellen können. Doch das Glück war den Rot-Weißen an diesem Spieltag nicht hold. Aber ich mache der Mannschaft auch jetzt im Nachhinein, so wie es gelaufen ist, keinen Vorwurf. Null. Im Gegenteil. Haben hier super sich präsentiert, haben bis zur letzten Minute gefightet in Unterzahl, dann fast noch das 1-1 gemacht. Und da sieht man auch, ich glaube, wenn wir zu 11 bleiben und dann am Ende nochmal so eine Luft kriegen, dass wir dann das Tor machen. In der letzten Minute sollte der bisher Führende der Kreisoberliga durch den ebenfalls eingewechselten Nico Schulz dann endgültig von der Tabellenspitze verdrängt werden. Ganz zur Freude des Bukower Anhangs. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams ging zwar zugunsten der Concordia Elf aus, doch eine Revanche ist in dieser Spielzeit noch möglich. Rückspiel stehen aus. Wir werden jetzt auch noch ein paar Kästen Bier ausschreiben an die nächsten Gegner von Buko. Vielleicht lassen sie ja irgendwo nochmal 3 Punkte, dann sind wir auf 3 Punkte dran und dann ist das letzte Spiel durchaus nochmal, wird es vielleicht nochmal spannend. Ja, also solange noch was geht, bleiben wir am Ball und geben alles. Diese Partie mussten die Rot-Weißen zwar hergeben, doch noch ist der Bukower Aufstieg nicht in trockenen Tüchern. Auf jeden Fall müssen wir jetzt weiter mit 150% Engagement arbeiten, weil es ist noch lange nicht so. Eine zweite Reihe gibt es bei uns nicht. Alle müssen durchziehen.
alle 17, 18 Mann, die im Kader sind, müssen durchziehen bis zum Ende. Dieser Bericht vom Spitzenspielerkreis Oberliga Ostbrandenburg, FC Rot-Weiß Neuenhagen gegen FC Concordia Bukowald-Sieversdorf 03, wurde präsentiert von Leuendorf. Nicht nur Heizöl und Diesel, sondern jetzt auch Strom und Erdgas. Jetzt wechseln auf www.leuendorf.de.